Herzlich willkommen zurück zu L.A. Noir und diesmal sind wir beim letzten Kapitel, das allerletzte, dann haben wir das Spiel durch und das ist, wir haben ja zuletzt Käferwahnsinn fertig gemacht und jetzt kommt das letzte, eine andere Art von Krieg. Da bin ich mal gespannt, was uns noch erwartet jetzt zum Schluss, was da noch kommt. Let's go. It's gotta be one of these places. Oh, blutet er? Oh, wir bluten. The arsonist's a bug sprayer. It must have worked at one of these joints. Oh, jetzt sind wir hier bei Brandstift-Dingsbums anscheinend. Brandstifter finden. Kammerjäger. Brandstifter identifizieren. Aber guck mal hier, wie sind wie wir bluten. Was ist mit uns los? Und diesmal ohne Partner? Ohne Partner anscheinend. Okay, wir gucken erstmal durch. Orte. Rapid Kammerjäger. Brandverdächtiger. Verantwortlich für Totschlag und Eigentumsbeschädigung. Also sind anscheinend welche auch ums Leben gekommen. Bei der Brandstiftung. Hinweise noch keine, also Orte. Nuklear. Nagetierabwehr. Westlake Ungezieferbeseitigung. Also wir gehen anscheinend erstmal verschiedene Kammerjäger durch. Okay. Dann gehen wir mal nachschauen. Mehr Infos haben wir jetzt auch nicht. Rapid Kammerjäger. Und wir sind wirklich, ich bin erstaunt, ganz allein. Wir haben keinen Partner mehr. Wir spielen auch jemand anderen anscheinend. Okay, dann gehen wir mal ein bisschen Hinweise sammeln, mal nachfragen. Hallo? Hi. Help you? Ja, klar, Moment. Ach nee, keine Becher mehr da. Verdammt. Okay, hi. How many guys you have working here, Pop? Who's asking, son? It could be official or unofficial. Depends on how you want to play it. You should get to a hospital, son. That arm of yours appears to be letting in daylight. Save the pity for the other guys. They're the ones who need it. I'm looking for a big cowboy who works pest control. Does he work here? We don't have anyone like that here. You sure? I'm not the type of guy you want coming back. Yeah, I'm sure. Mm-hmm. Okay, das war's schon. Ja, das ist die Sache hier bei dem Spiel in VR. Da, vielleicht ist es auch ratsam, vorher das normale Spiel zu spielen. Wir rutschen halt immer in Situationen rein, die schon passiert sind, wie wir jetzt gemerkt haben hier mit dem, was ist denn das hier? Mit dem blutenden Arm hier. Da ist dann vorher was passiert. Ist auch so lange her, als ich das normale Game gezockt habe. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr, was da passiert ist. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Deshalb, für welche, die es vielleicht nicht kennen, ist vielleicht im ersten Moment so, hä, warte mal, was ist denn jetzt hier vorher passiert und alles? Habe ich ein Kapitel ausgelassen, fragt man sich denn, ja? Ja, das ist dann halt die Sache. In VR rutscht man halt einfach mal, ist... Denn einfach nur fürs Erlebnis, dass man mal in diesem Spiel mit drin ist. Deshalb vielleicht auch ratsam, das normale Spiel zu zocken. Vielleicht auch vorher, dann ist es einfach geiler. Wenn man denn auch noch in dem Spiel drin ist. Ich habe auch gemerkt, das hackt nicht nur bei euch beim Drehen, glaube ich. Bei mir ist es auch ein bisschen komisch gerade heute. Letztes Mal auch bei der Aufnahme. Okay, hier ist also nichts. Haben wir das schon mal durch? Was haben wir hier? Nächstes Ziel. Alles klar. Ah, so, hier ist das nächste. Nuklear Nagetierabwehr. Alles klar. Und davor, wie wir einfach hinkommen und sagen, hey Opa. Voll respektvoll. So, hi. Ich bin mit dem Kabel hängen geblieben. Wow. Guten Tag.
Welcome to Nuclear. Looks like a beauty. What can I do you for? Ja, auf jeden Fall erstmal nicht mit dem Rücken zu mir stehen vielleicht, wenn ein Kunde reinkommt. Er redet erstmal mit dem Regal. Was ist denn hier? Oh. Hab ich schon ganz vergessen. Guten Tag, Sir. Guten Tag. So, guten Tag, Sir. Hallo? Ach, warte. Hallo. I work for the DA. I need to speak with an exterminator. Big guy with a cowboy accent. We have only three people work here. Me and two Mexicans. They're both on the scrawny side. Thanks for your help. Okay. Ah. Also bei diesem Job, da arbeitet sich das ja irgendwie schneller und leichter, ne? Wir befragen, die haben sowas nicht oder keinen da, der so ist. Und dann, ja, hat sich schon erledigt, wieder weiter. Ja, dann würde ich mal sagen, wir haben nur noch eine Stelle als Hinweis an Orten. Also, wir gehen mal davon aus, dass der da vielleicht auch nicht ist. Und dann würde ich sagen, Leute, Feierabend, ne? Dann machen wir Feierabend. Ah, schön. Ah, der Job ist doch schön. Nur mal ein bisschen befragen, hoffen, dass man ins Leere greift und dann hat man Feierabend schon. Oder sitzt die Zeit noch im Büro ab. Ganz gechillt. Ah. So, und let's go. So, letzte Station. Und wenn er hier auch Nein sagt, wenn wir hier auch nichts finden, dann... Ah, schön Feierabend da mal. Dann gehen wir in der Bar und trinken hier erstmal Whisky. Ah, da freut sich der Charakter hier schon. Aha. Hm. Interessant. Kann ich mir das irgendwie auch noch anschauen? Zufällig? Erstmal ein bisschen putzen. Nee, kann man nicht. Okay. So, guten Tag, Sir. Operator, Los Angeles Police Dispatch, if it's not too much trouble. Putting you through now. Alles klar, mal schauen. DA's Investigator Badge 326. Name's Jack Kelso. How can I help, Detective? Thanks, ma'am. Was? Wie kann ich Ihnen helfen, Detective? Danke, ma'am. Und dann auflegen, nice. So, guten Tag zur Entschuldigung. Ich muss immer ein bisschen updaten, ob irgendwas los ist, ne, im Revier. Also. I work for the DA. I'm looking for a big cowboy, does extermination. Anyone like that working here? Well, I wouldn't want to get anyone into any trouble. We could do this the hard way. An address? Yeah, he lives in a bunkhouse on the remains of the old Rancho Rincon. Thanks. Cole, you made it. What's this got to do with me, Rusty? Dr. Fontaine, prominent shrink, dead in his patient's room, spine snapped like a twig. The suspect is one of his mental patients. I've met Fontaine. His last patient was Elsa Lichtman, Cole. She's missing. Nurse said that she saw some big Boris Karloff type carry her out of here. The best thing that you can do to help me, Rusty, is let me take a look around. Sure thing, Cole. This way. Alles klar, ich muss mal kurz meinen Kackwecker ausmachen. Mann, ey. Mein Kuchen ist wieder fertig. Nenne ich auch immer im Stream so, in meinem Stream. Das passiert mir öfter, dass der Wecker klingelt. Dann sage ich immer, ah, mein Kuchen ist fertig. Es wird schon langsam Insider. Aber nicht, wenn es immer weiter so geht. Tut mir leid. So, jetzt sind wir also doch wieder wir. Anscheinend. Oh, wir haben es 18 Uhr. Und hier ist schon wieder ein Mord passiert. Oh, also doch ein bisschen spannender hier. Nicht einfach nur Brandstiftung irgendwas. Sondern wir haben hier doch tatsächlich einen Mord. Alles klar. Unser Partner, wieder ein neuer. Den Typen kenne ich aber ja noch. Hatten wir den auch hier in VR, oder? Einer unserer Folgen, die ersten? Ich glaube schon, stimmt. Wir gucken mal, ob wir hier schon mal was haben. Dr. Harlan Fontaine. Klinikpsychiater, Mitgründer der Sub-Urban Wohnbauförderung, verstorben. Ah, er ist also das Opfer.
Was war das aber eben mit Brandstiftung? Vielleicht führt das alles zusammen auf zu einer Spur vielleicht. So, dann schauen wir uns mal einen Tatort hier an. So, führ mich mal hin, Kollege. Erstmal hier umschauen. Zeitung. Oh, hier, abgefackelt. Das ist das mit der Brandstiftung. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. Yeah. How could I help, Detective? Are there any messages for me? I'm sorry, Detective. Thanks for your help. Alles klar. Was haben wir hier? Eine Tür. Oh, hier geht's wieder raus. Okay. Müssen genau alles durchsuchen hier. Aber okay, gehen wir jetzt mal hin. Oh Gott. Also wir werden gleich wieder eine Leiche sehen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Okay, hier ist auch noch alles normal. Kennen wir auch nichts. Ist das hier irgendwas? Nee. Egal. Tut nichts zur Sache. So, Kollege, komm mal mit. Ah, guck mal einer an hier. Oh, okay, da ist er schon. Da liegt er. Alles klar. Na, wir können erstmal hin, danach können wir weiter untersuchen. So, alles klar. Ich seh's. Take your time. I'll give you and the doctor some privacy. Alles klar. Achso, ist der Doc. Tür aufgebrochen? Da ist die Leiche. Was war er? Psychiater, wa? Die haben auch einen komischen Sinn für Geschmacks. So, für Kunst einfach. Komischen Kunstgeschmack hier. Aber jedem das seine. Was ist hier? Oh, das ist die Tatwaffe. Aber warte, ich möchte erstmal, dass wir die Leiche mal untersuchen. Ach, guck mal einer an. Da haben wir schon mal was. Destroyed by a monster of your own creation, Dr. Fontaine. I've heard that story somewhere before. Marines. War sonst noch irgendwas? Am Hals? Wurde der auch noch erwürgt, oder wie? Da ist nichts mehr. Nee, das war's. Kiste wird auch nichts damit zu tun haben. So, da haben wir gesehen, die Kugel. Hier ist schon mal zerbrochenes Glas. Another window exit. Must have just missed him. Zum Fenster raus. So, hier haben wir die Tatwaffe. Da ist Blut drauf. Gucken wir uns mal an. So much for your foresight. Doctor. Hm.
Alles klar. Also einfach umgehauen? Nimm die Kohle in die Hand und zeichne auf dem Papier, um versteckte Informationen aufzudecken. Cool. Machen wir gleich. Eine Akte. Diesmal davon besucht und glücklich begutachtet, seinem Bericht zu folgen, davon ausgehen, dass die Familien und Bewohner bei ihrer Umsiedlung keine Unterstützung mehr benötigen. Beste Grüße, Dr. Harlan Fontaine. Fontaine was having the houses burned for Monroe. Was? Persönlicher Hintergrund. Der Patient wurde in eine Farmpächterfamilie in Oklahoma geboren. Erfolglose Ernten während des Dust Bowl in den 30ern zwang die Familie in Richtung Westen, nach Kalifornien zu ziehen. Die Mutter und der jüngere Bruder des Patienten starben den Hungertod während der Reise. Der Vater des Patienten fand Arbeit als Stuntman in billig produzierten Cowboy-Mimik. Ja, Mimik? Und körperliche Unbeholfenheit erwiesen sich als problematisch. Der Patient machte eine Ausbildung als Gasinstallateur und wurde aber von den Marines eingezogen, als der Krieg anfing. Ah, okay. Er diente als unlesbar bis zu einem Vorfall. Unlesbar. Der Vater des Patienten starb im November 1945. Der Patient kehrte vom Dienst zurück und wohnte allein im Haus, das Vater und Sohn einst teilten. Monroe wasn't happy. People started dying and it attracted attention. He and the doctor lost control. Aha, da stand noch was. Hat er selber raufgeschrieben? Oder irgendjemand? Belastung? Sprechen Sie mit Curtis. Der Patient erlebt Phantomschmerzen im Wachzustand und extreme Albträume im Schlaf. Der Patient konnte Erinnerungen von der Realität nicht unterscheiden und hatte häufige Rückfälle in das Trauma des. Während frühen Diagnosen gab der Patient eine krankhafte Angst vor und eine tiefe Faszination mit Feuer zu. Schlussfolgerung: Es wurde entschieden, dass sich der Patient in einem fortgeschrittenen Zustand der Katatonie befindet, welche nicht nur durch Psychotherapie Behandlungsverlauf. Tut mir leid. Der Patient begann eine Behandlung mit Medikamenten in Verbindung mit klinischen Hypnotherapie. Sitzungen waren anfangs einmal alle 2 Wochen geplant. Es wurde Morphium-Tartrat-Lösung CC in verabreichert, um Angstzustände während der Applikation hypnotischer und verbaler Suggestionstechniken zu dingsbumsen. Die Behandlung war zuerst wirkungslos. Der Patient konnte keine Änderung in der Häufigkeit und der Stärke der Rückblenden und Kopfschmerzen melden. Zusätzliche 2-stündige Sitzungen wurden angesetzt, um tiefere Sedierung und erhöhtes Ansprechen zu bewirken. Harlan, das war nicht unsere Abmachung. Ihr Bekannter geht zu weit. Bekommen Sie ihn unter Kontrolle oder ich muss Maßnahmen einleiten. Ich merke auch mal, vielleicht muss ich auch mal auf T immer drücken. Damit das erkennt, oh. Nee, okay, weiter. Mann! Okay, ich glaube, das war's.
Okay, da haben wir das schon mal. Okay, da geht nichts. So, hier haben wir noch einen Tisch. Okay, hier geht's auch weiter. Aber erstmal hier. Mhm. Eine Injektionsspritze. Sterile Nadel. Gift Morphium Tartratlösung. Warnung, kann süchtig machen. Also wir haben hier Morphium. Looks like Fontaine has finally dispensed his last treatment. Okay. Okay. Was haben wir hier noch? Ja, Moment. Keine Ahnung. Kann man vielleicht was darunter sehen dann jetzt? Okay, hier haben wir noch mehr. Aber alles nicht so wichtig, wa? Haben wir hier noch mehr? Da geht nichts auf. Na, dann gucken wir uns mal hier weiter um. Weiter nach draußen. Ach nee, da ist ja noch mit Kohle. Das Ding. Okay. Nimm die Kohle in die Hand. Zeichne auf dem Papier. Letzte Hinweise. So, hiermit geht's besser. Edgewood Grove, McCarthy Vista, Crescent Heights, Rancho Escondido. Do those names mean anything to you, Herschel? Yeah. How come? Mal schauen, auf den Plan. Good doctor has been marking this map. Zieh die Folie nach oben, indem du RT gedrückt hältst und lege die Zeitung oder die Karte mit der freien Hand drunter. Das ist doch genau ditte. Ah, okay, okay. Ich verstehe. Und jetzt gucken wir mal nach. New houses. All being built in the path of the freeway? Hm. Jack was wrong. It's not about insurance, it's about eminent domain. What are you talking about, Cole? The government reclaims the land in the path of the freeway and pays the improved value of the land with the new houses sitting on it. What about the stiffs who paid their deposits? Worst case, they get their money back. But the syndicate pockets millions on the improved value of the land. So where does Jack's boss come into it? He's the key. He carries the insurance. The insurance proves how much the houses are worth. And they're worth nothing. Firewood. All of them. That's about as neat a scam as you can imagine. How are we going to prove any of this, Cole? Doctor's dead. Monroe nearly bled to death. If they get Jack... We need the firebug. The Okie cowboy. Get him, get Elsa. Get him, get all of them.